Die berühmten goldenen 20er Jahre. Nirgends sind sie so golden wie in den Vereinigten Staaten. Die Wirtschaft blüht, der Wohlstand wächst und die Börse steigt. Luxusdampfer laufen vom Stapel, Wolkenkratzer schießen aus dem Boden, die Großstädte machen sich breit, Löhne und Gehälter klettern. Die unaufhaltsam steigenden Kurse der Aktien brechen alle Rekorde. Die Jagd nach dem Dollar bestimmt das Leben. Und der Kauf auf Abzahlung. Mit niedrigsten Raten erwirbt man das Eigenheim, den neuen Wagen. Trotz modernster Fließbandproduktion können die Werke in Detroit die Nachfrage nach Autos nie befriedigen. Ein dichtes Straßennetz überzieht den Kontinent vom Atlantik bis zum Pazifik. Immer neue Ölfelder werden entdeckt. Tag und Nacht pumpen die Bohrtürme das flüssige Gold aus dem Boden. Die Stadt New York feiert ihre berühmten Gäste auf eigene Weise. Eine Konfetti-Parade auf dem Broadway ist die größte Ehrung, die sie zu vergeben hat. Mit derselben Leidenschaft, mit der man das Geld verdient, gibt man es auch wieder aus. Alkohol ist zwar gesetzlich verboten, aber der Konsum von Whisky steigt täglich. Dafür sorgen weitverzweigte Schmugglerorganisationen. Es ist die Zeit der glanzvollen Opernpremieren und der großen Revuen. Über dem Bühneneingang zum berühmtesten Revue-Theater New Yorks prangt ein Schild. Durch diese Tür gehen die schönsten Mädchen der Welt. Und das entspricht der Wahrheit. Wer reich ist und etwas auf sich hält, besitzt eine Villa im Sonnenparadies Florida, wo der Quadratmeter astronomische Summen kostet. Im Frühjahr 1929 wurde Herbert Hoover Präsident der Vereinigten Staaten. Er verkündete: Hier in Amerika sind wir dem endgültigen Sieg über die Armut näher, als es jemals ein anderes Land gewesen ist. Aber wenige Monate später brach in New York jene gewaltige Wirtschaftskrise aus, die die ganze Welt erschütterte. Am 24. Oktober 1929 stürzten plötzlich die Kurse der Aktien rapide in die Tiefe. Noch heute ist vieles, was an diesem schwarzen Freitag geschah, verwirrend und rätselhaft. Schon die Bezeichnung ist falsch, in Wirklichkeit war es ein Donnerstag. Panik auf dem Parkett der Börse, wo plötzlich jeder verkaufen und niemand mehr kaufen wollte, und Panik draußen in Wall Street, wo sich die Menschen zu Tausenden drängten, als ob ihre Nähe etwas von den Spargroschen retten könnte, die mit den absackenden Preisen weggeschwemmt wurden. Dies ist das Bankhaus Morgan. Es steht auf dem teuersten Grund und Boden der Welt in der Wall Street, direkt gegenüber der Börse. Gegen Mittag nahm die Panik ein solches Ausmaß an, dass die mächtigsten Großbankiers von New York, die einflussreichsten Finanzmagnaten der Welt, sich entschlossen, durch eine große Stützungsaktion den Kursverfall zu stoppen. Die Börse wurde bei dieser Sitzung im Bankhaus Morgan durch ihren Vizepräsidenten Richard Whitney vertreten. So fiel ihm der Auftrag zu, die Stützungsaktion durchzuführen, die der Geheime Rat der Bankiers beschlossen hatte. Jetzt tagen Sie schon eine Stunde. Nichts kommt dabei heraus. Sie werden sehen, nichts. Was haben Sie gesagt? Stimmt es wirklich, dass Whitney drüben bei Morgan ist? In seinem Büro ist er jedenfalls nicht. Da ist Whitney! Whitney ist da! Da ist er ja! Whitney ist da! Richard Whitney ist gekommen! Reden Sie, Whitney. Steigen Sie zu sagen. Was los? Reden Sie doch, Whitney. Keine Aufregung, meine Herren. Bitte lassen Sie mich doch. Ja, aber was ist denn? Was ist denn? Reden Sie doch. Wieder auf den Posten, Henry. Was tut er jetzt? Steigen die Banken ein? Hier steht United Corporation. Der letzte Kurs war 38,5. 38,5? Ja. Ich kaufe 2000 Stück zu 39. Ja! Whitney, kauf! Die Banken steigen ein! Die Banken steigen ein! Ja! Ja! Ruhe! Ruhe! Wie ist die Notierung für John Mansfield? 160. 5000 Stück für 162. 162! Wie 1907. Es ist alles wie 1907. Wieso denn 1907? Da hat Morgan schon einmal die Börse gerettet. Leute. Das Angebot ist 200. Keine Abnehmer. Doch! 10.000 Stück zu 205. 205!
Eine Welle von Zuversicht überschwemmte die Börse. Richard Whitney kaufte im Auftrag der Großbanken Aktien im Wert von 240 Millionen Dollar. Er war der Held der Stunde. Eine Legende war geboren. Aber der teuer bezahlte Optimismus hielt nur kurze Zeit an. Dann machten neue riesige Verkäufe, die telegrafisch aus ganz Amerika kamen, die schmalen Gewinne zunichte. Die Kurse stürzten weiter. Am Abend hatten 13 Millionen Aktien ihre Besitzer gewechselt. Ein Rekord. 5.000 Millionen Dollar waren verloren. Ja, später. Also schreiben Sie. Bitte bis spätestens 10 Uhr morgen früh so und so viel nachzahlen. Und hier setzen Sie die jeweils entsprechenden Ziffern ein. Ja. Sehen uns sonst genötigt, Ihre auf Kredit gekauften Aktien wegen mangelnder Deckung bestens zu verkaufen. Das geht sofort als Telegramm raus. Ist Ihre Liste fertig? Ja. Ja, wie viele Namen stehen da? 59. Ja, geben Sie her, geben Sie her. So, ja, hier ist die Liste. Hier sind die Namen und Adressen und rechts stehen die Summen. Ja. Sie sind müde, ich auch. Machen Sie trotzdem keine Fehler. Ja, ich werde schon aufpassen. Was schätzen Sie, wie viele gehen heute Nacht raus? In New York und im ganzen Land. Was sind Telegramme? Ja, weiß ich nicht. Na, was schätzen Sie? Weiß ich nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ticker macht mich wahnsinnig. Kann ich ihn zusammenschlagen? Anaconda 92. Was? General Motors 51. Anaconda 40. Grauenhaft. Also, die Börse ist bereits seit 4 Stunden geschlossen. Dieses lahme Ding ist seine Hiobsbotschaften immer noch nicht ganz loszuwerden. Ach. Dankeschön. Was ist los? Mr. Potter von Hugh Potter & Co. nebenan hat sie aus dem Fenster gestürzt. Potter? Er war sofort tot. Präsident Hoover lächelte und versicherte der Nation, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten noch nie gesünder war. Aber trotzdem fiel die Börse in den nächsten Tagen weiter. Ivar Kreuger lächelte ebenfalls und erklärte den Reportern, er habe volles Vertrauen zur Börse im Allgemeinen und zu den Kreuger-Aktien im Besonderen. Auch John D. Rockefeller, 90 Jahre alt, lächelte in die Kamera und ließ die Mitwelt wissen, dass er und sein Sohn im unerschütterlichen Glauben an die amerikanische Wirtschaft gerade größere Aktienpakete gekauft hätten. Aber das half alles nichts. Die Börse blieb schwach. Sie wollte nicht gesunden. Wochenlang, monatelang, jahrelang. Ihr Aufstieg vom Vizepräsidenten zum Präsidenten der Börse ist von der Öffentlichkeit mit großer Zustimmung begrüßt worden. Darf ich Ihnen auch persönlich dazu gratulieren? Sie dürfen ein Whisky für den Herrn. Sofort. Wie beurteilen Sie unsere Lage? Jetzt, ein halbes Jahr nach dem Schwarzen Freitag. Optimistisch, durchaus optimistisch. Der Fußgängerverkehr in Wall Street ist schwer behindert. Alle Augenblicke stürzt sich so ein Optimist aus dem Fenster. Sehr witzig. Glauben Sie wirklich, dass man die gegenwärtige Selbstmordwelle mit sehr witzig abtun kann? Ja, Mr. Jones, da drüben hat scheinbar zu viel getrunken. Gestern stürzte sich George Butler aus dem Fenster, der Lebensmittelgroßhändler. In Philadelphia haben sich Gates und Black erschossen, weil sie pleite sind. Und in Chicago. Ja, das mag ja stimmen. Aber im Allgemeinen halte ich nicht viel von solchen Meldungen. Ich auch nicht. Aber ich? Die Statistiken beweisen doch. Statistiken können manipuliert werden. Selbstmorde hat es immer gegeben. Wenn sich heute jemand eine Kugel durch den Kopf schießt, weil seine Frau ihn verlassen hat, dann heißt es gleich, die Börse ist schuld. Sehr richtig. Sie sehen also wirklich keinen Grund zur Beunruhigung? Nicht den allergeringsten. Der Sturm ist vorüber, die Panik ist überstanden. Aber eins können Sie Ihren Lesern noch sagen. Wenn heute jemand zu niedrigen Preisen Aktien kauft, wird er morgen ein wohlhabender Mann sein. Das ist so sicher wie... Wie die Bank von England. Wie die Zukunft unserer Wirtschaft. Bravo! Whitney! Hallo, Herr Präsident Whitney! Was gibt's denn? Kennen Sie schon den neuesten Witz? Kommt ein Mann in ein Hotel, will ein Zimmer haben, fragt der Portier, soll zum Schlafen sein oder zum Rausspringen? Hinter den schlechten Witzen stand eine bittere Wahrheit. Denn der Börsenkrise folgte die Wirtschaftskrise. Und der Wirtschaftskrise folgte die große Depression. Fabriken und Büros schlossen. Ganze Straßenblocks von Geschäftshäusern standen leer. Jeder vierte Berufstätige war stellungslos. Es gab keine Unterstützung für die 13 Millionen Arbeitslosen. Die privaten Wohltätigkeitsorganisationen allein konnten die wachsende Not nicht lindern. Das Land verelendete. Armeen von Enteigneten und Arbeitslosen durchzogen das weite Land. Die Regierung war ratlos. Die ewig optimistischen Industriekapitäne verlernten ihr Lächeln. Der Leiter eines großen Stahlkonzerns sagte der Presse: Warum fragen Sie mich?
Ich weiß auch nicht, ob die Werte, an die wir heute glauben, morgen noch einen Pfennig bringen werden. Ich habe Angst, ja, ich gebe es zu, ich habe ganz ordinäre Angst. Wie alle anderen. Und ein Bankier sagte: Über die Ursachen der Depression weiß ich nicht mehr als Sie und einen Ausweg sehe ich auch nicht. Die hungernden Massen suchten nach einem Schuldigen. Eine ganze Nation durfte doch nicht dafür büßen, dass ein paar Börsengewaltige gesündigt hatten. Der Glaube an die Weisheit und die Ehrlichkeit der Finanzkaste war erschüttert. Da erschien es natürlich, dass man besonders die Börsenaristokratie unter die Lupe nahm. Im Frühjahr 1932 beauftragte der Kongress der Vereinigten Staaten den Senat, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Sie sollte die Geschäftspraktiken der New Yorker Börse in einem sogenannten Hearing überprüfen. Unter dem Vorsitz von Senator Caldwell tagten die Senatoren Brown, Henderson, O'Keefe und Melotti. Der juristische Sachverständige und oft auch der Wortführer des Komitees war Mr. Everett Gardner. Richard Whitney, der am Schwarzen Freitag als Präsident der Börse amtiert hatte, wurde vor diese Senatskommission geladen. Mr. Whitney, Sie sind Mitinhaber und Geschäftsführer der Brokerfirma Richard Whitney & Company. Sehr richtig. Entschuldigen Sie, Mr. Gardner. Broker. Eine Brokerfirma handelt mit Wertpapieren? Nein, sie vermittelt den Kauf und Verkauf von Wertpapieren ihrer Kunden. Gegen Provision? Natürlich, Senator O'Keefe, gegen Provision, die beim Kauf oder Verkauf vom Kunden zu entrichten ist. Besten Dank, Mr. Whitney. Entschuldigung. Aber jetzt erklären Sie mir doch bitte mal, wie sich so ein Geschäft abspielt. Ja, ich will es versuchen. In groben Zügen, versteht sich. Also ein Kunde ruft uns an und sagt, um ein Beispiel zu geben, er möchte die oder die Aktie oder Obligation zum Marktpreis erwerben. Wir geben diesen Auftrag dann sofort an unsere Leute im Börsensaal weiter. Aha, eine Brokerfirma muss also an der Börse vertreten sein. Selbstverständlich, das ist Voraussetzung, sonst können Sie nicht arbeiten. Die Firma Whitney & Co. ist aufgrund eines Börsensitzes, den ich seit über 20 Jahren innehabe, zum Wertpapierhandel zugelassen und ständig im Börsensaal vertreten. Schön, jetzt ist der Auftrag dort gelandet. Wie geht's weiter? Im Saal gibt es verschiedene Schalter. An jedem dieser Schalter oder Ständer oder Pfosten, wie Sie es nennen wollen, werden bestimmte Wertpapiere gehandelt. Gekauft und verkauft. Logischerweise, sonst käme ja kein Handel zustande, nicht? Also wenn unser Mann den Auftrag erhalten hat, geht er zu dem Schalter, an dem das entsprechende Papier gehandelt wird, und akzeptiert dort das niedrigste Verkaufsangebot. Umgekehrt wird er bei einem Verkauf ein möglichst hohes Angebot zu erhalten versuchen, das er dann akzeptiert. Besten Dank, Mr. Whitney. Sie wundern sich vielleicht, wie wenig ich von der Börse verstehe. Überhaupt nicht, Senator O'Keefe. Umso besser. Jedenfalls war es einmal sehr lehrreich für mich, von einem Fachmann zu hören, wie einfach so ein Geschäft abgewickelt wird. Bitte, Mr. Gardner. Mr. Whitney, wir haben bisher über die Firma Richard Whitney & Company gesprochen. Gehören Sie außerdem noch der Firma Morgan an? Sie meinen das Bankhaus J.P. Morgan & Company? Ja, natürlich. Leider nicht, Mr. Gardner. Es gibt aber einen Mr. Whitney, der Teilhaber bei J.P. Morgan ist. Ja, den gibt es. Sind Sie mit ihm verwandt? Ja. Wie? Das ist mein Bruder. Aber Mr. Whitney, wir könnten sehr viel Zeit sparen, wenn Sie ein wenig schneller auf den Kern der Fragen eingehen würden. Ich habe ausreichend Zeit, Senator Caldwell. Sie gehören also nicht dem Bankhaus Morgan an, Mr. Whitney. Nein. Aber Sie stehen mit ihm in geschäftlicher Verbindung. Ich bin stolz und glücklich, gewisse Geschäfte für das Bankhaus J.P. Morgan durchführen zu dürfen. Trifft es zu, dass die Firma Biltmore Electric unter der geschäftlichen Aufsicht von Morgan steht? Ja. Hatten Sie jemals mit dieser Firma zu tun? Ob ich jemals mit der Firma zu tun habe? Sie haben ganz richtig verstanden. Ja, meine Töchter besitzen einige Aktien der Biltmore Electric.
Ein Weihnachtsgeschenk von mir. Ich habe sie damals für 50 Dollar pro Stück gekauft. Und heute sind sie noch 5 Dollar wert. Wollten Sie das wissen, Mr. Gardner? Ihre Geschichte treibt mir die Tränen in die Augen, Mr. Whitney. Das sieht man ganz deutlich, Senator Milotti. Biltmore Electric wurde 1921 mit einem Aktienkapital von 105 Millionen Dollar gegründet. Ist Ihnen das bekannt, Mr. Whitney? Nein, ich habe leider keine Unterlagen zur Hand. Oh, ich habe die Zahlen hier. Wissen Sie, was dieselben Papiere ohne Kapitalerhöhung im Sommer 29 auf der Spitze des Booms wert waren? Ich bedauere, ich habe keine Unterlagen zur Hand. 1.400.000.000, Mr. Whitney. Und da diese Papiere durch Ihre Firma gehandelt wurde, dachte ich, Sie könnten uns vielleicht erklären, wie so eine abnorme Kurssteigerung möglich war. Die Frage sollte lauten, durch wen? Wie? Ich meine, die Frage sollte lauten, durch wen diese abnorme Kurssteigerung möglich war. Ja, das wollen wir ja gerade wissen. Das will ich Ihnen ja gerade sagen. Durch die Öffentlichkeit. Durch wen? Durch unsere amerikanischen Mitbürger, das waren die Käufer. Aber Sie waren der Verkäufer. Wir vermittelten die Biltmore Elektrikverkäufe für einen Kunden. Dann sprechen Sie es doch ruhig aus fürs Bankhaus morgen. Senator Milotti, wir sind Broker, das ist eine Art Makler. Wir kaufen und verkaufen nur für fremde Rechnung. In Erfüllung bestimmter Aufträge. Wir möchten von Ihnen wissen, weshalb der Gesamtwert der Biltmore Electric Aktien von 105 Millionen aufs 13-fache, auf 1400 Millionen gestiegen ist. Das weiß ich nicht, Senator Caldwell. Ich hatte keinen Einfluss auf die Kursbewegung dieses Papiers. Ich versuche übrigens nie, Aktienkurse zu beeinflussen. Das ist gegen meine Grundsätze. Einfluss? Von Einfluss war bisher nicht die Rede. Was wir wissen möchten, ist, wieso der Preis so gigantisch steigen konnte. Von einem Fachmann, vom Präsidenten der Börse, möchten wir das erfahren, Mr. Whitney. Biltmore Electric war keine Ausnahme, Senator Caldwell. Alle Papiere sind in den Jahren 27 bis 29 gestiegen. Die Amerikaner glaubten ganz einfach, dass sie mehr wert waren als der Preis, den sie dafür zu bezahlen hatten. Dadurch gab es immer mehr Käufer als Verkäufer und das trieb die Preise hoch. Eine Zwischenfrage. Bitte, Senator Milotti. Gibt es irgendeinen halbwegs vernünftigen Menschen, der annehmen kann, dass ein Aktienpaket von 105 Millionen Dollar plötzlich 1400 Millionen wert sein kann? Offenbar hat es eine ganze Menge solcher Menschen gegeben. Ich frage mich, warum, Mr. Whitney? War der Preisanstieg, der den Leuten diesen Unsinn glaubhaft machte, nicht künstlich angefacht worden? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sich ungefähr 120 Millionen Menschen daran beteiligt haben. 120 Millionen? Jawohl, Senator Brown, 120 Millionen, nämlich mehr oder weniger die ganze Nation. Mit Ausnahme der Kinder, selbstverständlich. Aber angeführt von der New Yorker Börse. Das bestreite ich ganz entschieden. Was? Sie wollen die führende Rolle der Börse bei der Inflationierung der Aktienpreise bestreiten? Die Börse setzt keine Preise fest. Die Börse ist ein Markt, sonst nichts. Sie kassiert anderer Leute Geld und weiß dann von nichts. Die Börse nimmt niemand sein Geld weg, falls Sie das sagen wollten, Senator Milotti. Okay, Mr. Whitney, ich korrigiere mich. Nicht die Börse. Ihre Mitglieder knöpfen den Leuten das Geld ab. Ich selbst bin Börsenmitglied. Ja, und? Gratuliere. Wir werden dafür bezahlt, dass wir ganz besondere Aufträge ausführen. Genauso wie ein Grundstücksmakler oder Bankier. Oder ein Senator. Ich habe noch nie einen Börsenauftrag ausgeführt, Mr. Whitney. Und eine Provision bekomme ich als Senator auch nicht. Lassen Sie mich eine andere Frage stellen, Mr. Whitney. Nachdem der Preis der Biltmore Electric auf 1,4 Milliarden gestiegen war, kam im Herbst 29 der Schwarze Freitag, der Zusammenbruch der Börse. An diesem Tag ging zum Beispiel der Preis von Biltmore um 90% zurück. Von jeden 100 Dollar verlor der Besitzer dieses sogenannten Wertpapiers 90. Sie sind der Meinung, dass die enorme Aufwärtsbewegung dieser Aktie nicht künstlich beeinflusst war. Gut, würden Sie uns dann zumindest zugestehen, dass Ihr sensationeller Sturz manipuliert, das heißt bewusst herbeigeführt wurde? Nein, das konzentriere ich nicht, es sei denn, Sie wollten behaupten, dass 120 Millionen Amerikaner manipuliert hätten. Jetzt sind wir schon wieder bei diesen 120 Millionen Amerikanern. Anders kann ich die Frage beim besten Willen nicht beantworten, Senator Brown. Dann möchte ich eine andere Frage, einfachere Frage stellen. Sie wissen ja, ich bin Laie und verstehe nicht viel von der Börse. Was ist eine Hosse? Also das weiß ja nun wirklich jedes Kind. Ich dachte, Kinder spielen nicht an der Börse. Also? Mit Hosse bezeichnet man das dauernde Ansteigen der Kurse. Ah, und Besse ist dann wahrscheinlich das Gegenteil. Mein Kompliment, Senator O'Keefe. Das Fallen der Kurse. Ja. Ich kann also jetzt auf steigende oder auf fallende Kurse setzen, je nachdem, wie ich die Lage einschätze.
Ja, die Hossies und Bessies sind die beiden Parteien, die sich gegenüberstehen. Seit eh und je, solange die Börse existiert. Ja, Mr. Whitney, die meisten Leute spekulieren doch wohl auf Orson, nicht wahr? Denn durch die steigenden Kurse ermutigt, kaufen sie und hoffen, durch noch höhere Kurse Gewinne zu erzielen, nicht wahr? Ja, für die Mehrzahl dürfte das wohl zutreffen. Die Mehrzahl ist unverständlicherweise Optimist, Senator Henderson. Ist Mehrzahl in diesem Fall gleichbedeutend mit den kleinen Leuten? Ich meine mit den Finanzschwächeren ihrer 120 Millionen. Mit gewissen Einschränkungen, ja. Danke, Mr. Whitney. Wir haben eben gehört, dass die Masse des Börsenpublikums dazu neigt, bei steigenden Kursen zu kaufen. Kann man daraus schließen, Mr. Whitney, dass sie bei fallenden Kursen verkaufen? Und liegt hier vielleicht der Schlüssel zu dem ganzen Unglück? Sicher spielt das eine Rolle. Die Leute hören am Arbeitsplatz, auf Gesellschaften, in Restaurants, überall und immer wieder, dass der und der an der Börse groß verdient. Das mag viele veranlasst haben, mit einzusteigen. Und gerade die, die früher nie daran gedacht haben. Wenn nun nach einer längeren Aufwärtsbewegung die Kurse plötzlich fallen, oh, dann bekommen die Neulinge als erste Angst. Und verkaufen schleunigst. Ja, sie möchten bei rückläufiger Tendenz nicht unter die Räder geraten. Scheint Ihnen dieser Wunsch unbillig? Nein. Es hörte sich so an. Da haben Sie falsch gehört, Senator Melotti. Mr. Whitney, in den goldenen Zeiten der steigenden Kurse, da hatten wir uns eingebildet, die Armut für immer abgeschafft zu haben. Erinnern Sie sich, Mr. Whitney? Mit Wehmut, Senator Brown, mit Wehmut. Es war aber kein Zufall, dass wir uns das einbildeten. Unsere Wirtschafts- und Finanzgrößen, Arm in Arm mit den Politikern, das waren die Wohlstandsapostel. Und die predigten ihre Lehre vom Reichtum ohne Ende, von morgens bis abends, bis wir sie glaubten. Ja, ich widerspreche Ihnen nicht, Senator Brown. Eben, die Broker stießen nämlich in dasselbe Horn. Die Intelligenz der Broker ist sicher unumstritten, Senator Brown. Aber ich glaube nicht, dass man sie für klüger halten sollte, als die Leute, von denen Sie eben sprachen. Die breite Masse, Mr. Whitney, kauft doch ihre Aktien in erster Linie wohl auf Kredit, hm? Ja, Kreditkäufer spielen eine gewisse Rolle, ohne Zweifel. Eine große Rolle? Vielleicht. Die entscheidende Rolle. Meinen Sie beim Handel einer bestimmten Aktie? Beim Handel einer oder bestimmter oder vieler bestimmter Aktien, Mr. Whitney. Kreditkäufe können beim Tagesumsatz der Börse unter Umständen eine wichtige Rolle spielen, falls Sie das hören wollten, Senator Caldwell. Ja, das wollte ich hören, Mr. Whitney. Lassen Sie uns über diese Kreditkäufe sprechen, Mr. Whitney. Wie gehen die vor sich? Ich sage meinem Broker, ich möchte diese oder jene Aktie kaufen, aber ich habe nicht das nötige Geld. Einen gewissen Prozentsatz müssen Sie natürlich haben. Wie hoch war der in den letzten Wochen vor dem Schwarzen Freitag, Mr. Whitney? Oh, das kam drauf an. Muss ich 40% haben? Unter Umständen? Genügt nicht doch 20% Eigenkapital? Manchmal. Warum so zaghaft, Mr. Whitney? Wenn ich nur 10% hatte, konnte ich auch kaufen. Das haben doch viele gemacht. Das bestreite ich ja gar nicht, Senator Melotti. Das wäre Ihnen diesmal auch verdammt schwer gefallen, Mr. Whitney. Entschuldigen Sie, Mr. Garland. Wer bezahlte die restlichen 90%? Dafür gaben die Brokerfirmen Kredite. Mussten die verzinst werden? Natürlich, wer Geld leiht, muss Zinsen dafür zahlen. In den Jahren 27 bis 29 der Hose stiegen die Brokerkredite ins Astronomische. Sind Ihnen die Zahlen bekannt, Mr. Whitney? Bedauere, ich habe keine Unterlagen zur Hand. Oh, da darf ich Ihnen aber vielleicht behilflich sein. Die Kredite, die Sie und Ihre Kollegen damals Ihren Kunden gaben, beliefen sich auf 8 Milliarden. 8 Milliarden für Börsenspekulation. Monatlich. Wir haben die Kredite niemandem aufgezwungen. Die Bevölkerung verlangte sie mit einem geradezu leidenschaftlichen Fanatismus. Ja. Den Sie angefacht, geschürt und am Leben erhalten haben. Ich? Ihre herrliche Börse. Das bestreite ich ganz entschieden, Senator Melotti. Das bestreiten Sie? Um Entschuldigung, ich komme wieder mal nicht mit. Ich bin überzeugt davon, Mr. Whitney, dass Sie sehr wohlhabend sind. Wie auch ein großer Teil Ihrer Kollegen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, wie die Brokerfirmen diese gewaltigen Kredite aufbringen konnten. Na, dafür mussten Sie sich selbstverständlich das Geld ausleihen. Ausleihen? Mhm. 8 Milliarden. Wer verleiht solche Riesensummen? Das konnten natürlich nur die Banken. Ah, die Banken. Ah ja, natürlich. Ja. Wie werden die Kredite abgesichert? Das ist kein Problem. Bis zur Abdeckung der Summe, die der Kunde schuldet, verpfändet er die erworbene Aktie bei seinem Broker.
Und der wiederum verpfändet sie notfalls bei seiner Bank. Also sind auch die Banken daran interessiert, dass recht viele Aktien auf Kredit gekauft werden. Sie verdienen ja schließlich daran, Mr. Whitney, ne? Das Ausleihen von Geld gegen Zinsen ist das älteste Bankgeschäft der Welt, Senator Caldwell. Und die Broker verdienen gleich doppelt. Erstens am Weiterverleihen des Geldes und zweitens an der Provision, die sie für die Abwicklung des Börsengeschäfts kassieren. Ja, es handelt sich aber auch um zwei voneinander völlig unabhängige Dienstleistungen. Sagen Sie mir bitte, Mr. Whitney, ob ich Sie richtig verstanden habe. Nehmen wir an, ich möchte durch Ihre Firma Aktien im Wert von $1,000 erwerben. Besitze aber nur 400. Möchte mir nun die fehlenden $600 bei Ihnen leihen. Aber mit dem größten Vergnügen, Senator O'Keefe. Kaufen Sie dann die Papiere in Ihrem oder in meinem Namen? In Ihrem, selbstverständlich. Und bis ich die $600, die ich Ihnen schulde, bezahlt habe, behalten Sie meine Aktien als Pfand. Genau, genau so ist es. Ja, ich glaube, bis hierhin ist mir die Sache klar geworden. Das freut mich, Senator O'Keefe. Ja, mich auch. Aber jetzt lassen Sie uns einmal annehmen, dass der Wert der Aktien, für die ich durch Ihre gütige Hilfe $1,000 bezahlt habe, in einer Woche um $200 steigt, also auf $1,200. Meine Papiere sind aber doch an Sie verpfändet. Wem gehören jetzt die $200 aus dem Kursgewinn? Das ist selbstverständlich Ihnen. Oh, das ist schön. Und wenn ich Sie jetzt bitte, meine Papiere wieder zu verkaufen, dann könnte ich von dem Erlös meine Schulden bezahlen und hätte noch einen Gewinn von baren $200. Sehr richtig. Demnach habe ich also an Aktien, die mir in Wahrheit nie gehörten, $200 verdient. Ja, und ein ausgezeichnetes Geschäft gemacht. Gratuliere, Senator O'Keefe. Sie haben mit einem Einsatz von $400, denn mehr haben Sie ja gar nicht investiert, $200 verdient. Das sind 50%. Ja, das ist fabelhaft. Das, meine Herren, ist der enorme Vorteil bei Kreditkäufen. Große Gewinne bei kleinen Einsätzen. Und der Nachteil? Welcher Nachteil? Was ist der Nachteil bei Aktienkäufen auf Kredit? Ja, ich gebe es zu, dass sich unter Umständen noch gewisse Nachteile ergeben können. Wie im Herbst 1929, ja? Ich bestreite, dass damals Kreditkäufe eine Rolle spielten. Das bestreiten Sie, Mr. Whitney? Allerdings. Sie sollten sich etwas mehr überlegen, was Sie uns hier erzählen. Kurz bevor an Ihrer Börse... Ich besitze keine Börse. Als an der New Yorker Börse, deren Präsident Sie sind, $30 Milliarden einfach zum Teufel gingen, da waren die Käufe in erster Linie auf Kredit getätigt worden. Wenn Sie das abschreiben, dann brauchen wir doch hier gar nicht weiter zu verhandeln. Ich fürchte, Sie haben mir wieder mal nicht richtig zugehört, Senator Caldwell. Das habe ich ja gar nicht bestritten. Ich habe nur gesagt, dass die Großeinbrüche nichts mit den Kreditkäufen zu tun hatten. Dann sagen Sie uns bitte jetzt, was Ihrer Meinung nach die Katastrophe verursacht hat. Den Schwarzen Freitag? Den Schwarzen Freitag und alles, was danach passierte. Das ganze wirtschaftliche Elend, das über unsere Nation kam. Und von hier aus auf die halbe Welt übergriff. Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Gab es vielleicht eine organisierte Basisspekulation, die sich vorgenommen hatte, die Aufwärtsbewegung der Kurse zu brechen, sie nach unten zu treiben? Nein. Also wie konnte die Katastrophe passieren? So plötzlich. Na, irgendeine Erklärung müssen Sie doch dafür haben. Wir waren in eine Sackgasse geraten, aus der es keinen Ausweg gab. Fast jeder besaß damals Wertpapiere, Aktien oder Obligationen. Und als die Leute nun plötzlich verkaufen wollten, alle auf einmal, da gab es nicht genügend Käufer und schon war die Panik da. Ja, und warum wollten denn alle plötzlich so auf einmal verkaufen? Dafür gibt es keine logische Erklärung. Die Leute hatten ganz einfach ihre Nerven verloren. Ach so. Entschuldigung, ich bin wieder bei meinen $1,000. Oder besser gesagt bei meinen 400. Mehr habe ich ja nicht. Die Differenz borge ich Ihnen ja, Senator O'Keefe. Ja, Ihr Angebot ist dankend akzeptiert worden. Ich habe Ihnen 400 in bar gegeben, Sie haben 600 draufgelegt und dann haben Sie in meinem Namen für $1,000 Aktien gekauft und die liegen ja jetzt bei Ihnen. Ja, und da sind Sie sehr gut aufgehoben, Senator O'Keefe. Ja, davon bin ich überzeugt, aber jetzt verläuft das Geschäft anders. Meine Papiere fallen. Plötzlich sind sie nicht mehr 1.000, sondern nur noch 800, 700 oder gar 600 wert. Was dann? Da muss ich Sie bitten, nachzuzahlen. Nachzahlen? Was heißt das? Ja, nachzahlen heißt nachzahlen. Der Broker kann den Kredit natürlich nur gewähren, solange er durch die hinterlegten Papiere ausreichend gesichert ist. Und was heißt ausreichend? Na, der Pfandwert muss stets höher sein als die entliehene Summe, ist ja klar. Ah ja, also wenn meine Papiere auf 900 fallen, wäre dann die Differenz zwischen Pfandwert 400 und geliehenem Geld 600 noch in Ordnung? Ja. Aha. Aber plötzlich fallen meine Papiere nun noch weiter auf 800, was dann? Da muss ich Sie bitten, $100 nachzuzahlen. Innerhalb welcher Zeit? Na, bis zum Börsenbeginn des nächsten Tages. Wie ist das technisch so rasch möglich?
Oh, das ist ganz einfach. Ich schicke Senator O'Keefe eine telegrafische Aufforderung und er überweist mir das Geld ebenfalls telegrafisch. Schön, nehmen wir an, ich könnte Ihre Aufforderung Folge lassen. Dann schulde ich Ihnen also jetzt noch $500. Ja. Aber meine Papiere fallen noch weiter. Dann muss ich Sie bitten, Ihren Kredit weiter abzudecken. Ja, aber wenn ich dazu beim besten Willen nicht in der Lage bin, was dann? Dann bin ich leider gezwungen, Ihren Pfand, das heißt also Ihre Aktien in diesem Falle, zu verkaufen. Ach, und Sie haben das mir geborgte Geld wieder. Mhm. Aber ich bin meine anbezahlten $400 los. Und alles, was ich nachgezahlt habe, auch noch. Ja, in ungünstigen Fällen mag das möglich sein. Es soll schon mal vorgekommen sein. So sehen also die grandiosen Vorteile aus, die die Börse bietet, wenn man auf Kredit kauft. Danke, Mr. Whitney. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Mr. Gardner. Mr. Whitney, was nennt man an der Börse Fixen? Fixen? Das sind Leerverkäufe. Und was ist das? Leerverkäufe? Der Leerverkäufer verkauft Aktien, die er nicht besitzt. Erklären Sie uns das bitte, Mr. Whitney. Der Mann, der Aktien auf Kredit kauft, leiht sich das Geld. Und der leer verkauft, leiht sich die Aktie. Würden Sie sagen, dass es sich in beiden Fällen um Kreditgeschäfte handelt? Selbstverständlich. Nur in einem Falle besteht der Kredit aus Geld, im anderen aus einer Aktie. Weshalb verkauft man Aktien, die man nicht besitzt? Das müssen Sie mir erklären. Na, um Geld zu verdienen, natürlich. Natürlich. Dann kann ich Geld verdienen mit etwas, was ich nicht besitze. Das ist doch ganz einfach. Nehmen wir einmal an. Sie sind der Meinung, der Kurs einer bestimmten Aktie sei zu hoch, zum Beispiel US Steel beim Kurs von 30. Sie glauben, dass er fallen wird. Dann rufen Sie, Mr. Gardner, mich, Ihren Broker an und sagen, verkaufen Sie bitte für mich 100 Stück US Steel leer. Ja, und dann? Dann verkaufe ich Ihnen 100 Stück US Steel zum Kurs von 30, macht $3,000. Und wann sehe ich die Papiere? Ultimo. Gut. Also, Mr. Whitney, Sie haben jetzt für Ihren Kunden, in diesem Fall Mr. Gardner, Aktien verkauft, die er in Wirklichkeit gar nicht besitzt. Er besitzt sie nicht, er muss sie aber liefern. Und deshalb leiht er sie sich mit Hilfe seines Brokers aus. Können Sie mir 100 Stück US Steel leihen? Ja, aber doch sicher gegen eine entsprechende Gebühr. Selbstverständlich gegen eine gewisse Provision. Nun ist Ultimo und hier sind Ihre Aktien. Ja, danke. Wenn nun inzwischen tatsächlich der Kurs von 30 auf 20 gefallen ist, dann kauft er für den Kurs von 20 100 Stück, macht $2,000. Aha, und jetzt kann er die entliehenen Papiere zurückgeben und hat pro Aktie $10 verdient. Ja, das macht bei 100 Aktien $1,000 Gewinn. Sie werden noch ein richtiger Börsianer, Senator O'Keefe. Danke, danke, Mr. Whitney. Und Sie haben ein gutes Geschäft gemacht. Ja, aber einen Moment. Wenn nun die US-Deal nicht um $10 fallen, sondern steigen, dann muss er $1,000 draufzahlen. Ja, das lässt sich dann nicht vermeiden. Ja, aber das ist doch sehr unangenehm. Ja, unter Umständen ja. Ja, aber das, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir wäre das sehr unangenehm. Tja, die Börse hat für alle Fälle vorgesorgt. Ich kann mir Geld pumpen, wenn ich kein Geld habe, und ich kann mir Aktien pumpen, wenn ich keine Aktien habe. Wie nennt man denn an der Börse diese Art von Geschäften? Mit dem, was man allgemein unter Geldanlegen versteht, hat das doch nichts mehr zu tun. Nein, das ist Spekulation. Sie sind sehr höflich. Ich nenne das Spielen. Börsenroulette, wenn Sie wollen. Senator Brown, wenn ich recht informiert bin, stammen Sie aus Kentucky, dem Land, wo alljährlich das größte amerikanische Pferderennen gelaufen wird. Wenn nun jemand beim Kentucky Derby Wetten abschließt, dann nenne ich das Spielen. Da gibt es nämlich nur Gewinn oder Totalverlust. Unser Pastor zu Hause ist allerdings anderer Meinung. Er sagt, wenn jemand was von Pferden versteht und wenn er weiß, ob der Jockey bestochen ist oder nicht, dann hat das Wetten mit Glücksspiel nichts mehr zu tun. Mr. Whitney, wo ist der Unterschied zwischen einem Leerverkäufer und einem Spieler? Wenn jemand keinen Dunst von dem wirklichen Wert einer Aktie hat, wenn er kaum weiß, was die Gesellschaft, die sie herausgibt, produziert, wo die Fabrik steht, wer sie leitet, wenn er nur darauf tippt, dass sein Papier an einem Tag anders bewertet wird als am anderen, das nenne ich Spielen. Wie nennen Sie das? Das möchte ich wissen. Spekulation, ich nannte das Wort bereits. Und die halten Sie für unerlässlich? Natürlich. Ohne Spekulation gibt es keinen balancierten Markt. Sie wirkt ausgleichend, wie ein Pendel. Mit Ihrer Pendelspekulation haben Sie unser Land in die schlimmste Panik gestürzt.
Sie haben die Börse zu einem großen nationalen Spielcasino gemacht und ein Drittel unserer Bürger zu Bettlern und Bankrotteuren. Sie wollen doch nicht im Ernst mich dafür verantwortlich machen, Senator Melotti. Ja, Sie und Ihre Hintermänner. Wir haben die Panik nicht verschuldet. Wir haben das Land groß gemacht. Wir haben ihm Ansehen verschafft in der Welt durch Spekulation. Ich behaupte hier, und das ist meine feste Überzeugung, dass Amerika nur durch Spekulation zu dem geworden ist, was es heute ist. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob dieser kühne, spekulative Geist erhalten bleibt. Spekulation gehört zum täglichen Leben, nicht nur an der Börse. In jedem modernen Gemeinwesen spielt sie eine entscheidende Rolle. Sie bedeutet Freiheit der wirtschaftlichen Entfaltung, Freiheit der persönlichen Initiative. Das ist das alte Lied der Börsianer, das kennen wir, Mr. Whitney. Für mich ist Spekulation dasselbe wie irgendein idiotisches Glücksspiel. Beides kann manipuliert werden. Der einen spielt mit gezinkten Karten und präparierten Würfeln und die anderen, die beeinflussen die Kurse, schließen sich zu Pools und Syndikaten zusammen, tätigen Scheinverkäufe, bewegen Preise künstlich oder halten sie künstlich. Was sonst noch alles gibt. Wir wissen doch, wie das gemacht wird. Das alles gibt's doch nur in ihrer Fantasie. Ich verwahre mich. Die müssen abgestellt werden. Meine Absicht, und ich glaube, die aller meiner Kollegen hier ist es, die von Ihnen so gepriesenen Spekulanten in Zukunft daran zu hindern, Bankeinlagen unserer Bürger für fragwürdige Transaktionen zu benutzen. Dann können Sie den Banken auch gleich verbieten, Kredite für Grundstücke oder Häuser herzugeben. Da besteht doch wohl noch ein ganz wesentlicher Unterschied. Nicht für mich, Senator Caldwell. Ah, ich weiß. Bitte, Mr. Gardner, fahren Sie fort. Mr. Whitney, liegt es nicht nahe, dass durch ein ständig anhaltendes Angebot die Kurse gedrückt werden? Durch große Verkäufe? Einschließlich großer Leerverkäufe. Ach, Sie wollen auf den Unsinn hinaus, den Hinz und Kunz sich an jeder Straßenecke erzählen. Die Leerspekulation soll den Markt künstlich gedrückt haben, um am Verfall der Preise zu verdienen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich sagte bereits, das ist Unsinn, entschuldigen Sie. Denn selbst der kühnste Leerverkäufer muss ja irgendwann mal wieder in den Markt einsteigen und die Aktien zurückkaufen. Das vergisst der Laie immer. Aber Ihr kühner Leerverkäufer ist an fallenden Kursen interessiert, nicht wahr? Je tiefer, desto besser. Daran verdient er sein Geld. Das wollen wir auch nicht vergessen, obwohl wir Laien sind. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Gardner. Mr. Whitney. Sie haben vorhin von Hinz und Kunz gesprochen, Mr. Whitney. Ich kann nicht glauben, dass Durchschnittsbürger darauf versessen waren, durch Leerverkäufe reich zu werden. Das ist doch eine viel zu komplizierte Sache. Die gigantischen Preise, die unsere Aktien vor der Katastrophe erreichten, waren die direkte Folge einer Kauforgie. Ärzte, Fahrstuhlführer, Lehrerinnen, Friseusen. Hinz und Kunz eben, ne? Jeder hat gekauft, auf Kredit gekauft, ohne die leiseste Ahnung vom Wert oder von den Erträgen eines Papieres. Kaufen hieß die Parole. Heute kaufen in der Hoffnung, morgen für mehr, als ich dafür bezahlt habe, wieder verkaufen zu können, ne? So war's doch wohl, Mr. Whitney, ja? Im Großen und Ganzen, ja. Ja, und die Banken, die haben daran verdient, dass sie diese Kauforgie immer weiter angeheizt haben durch die Hergabe von Krediten. Und die Brokerfirmen, die haben dabei Millionen von Vermittlungsgebühren eingesteckt. Ich möchte doch in aller Form gegen Ich bin doch gar nicht fertig, Mr. Whitney. Die Massen hatten keine Ahnung, wohin die Reise ging. Darum waren sie am Ende die Besiegten. Die Börse funktionierte nicht mehr nach den traditionellen Regeln. In diesen Wochen, Mr. Whitney, da waren die richtigen Börsianer, die Kenner, die Rechner mit den ewig klaren Köpfen längst ausgestiegen. Die wussten, dass diese Reise in den Abgrund führen musste. Und auf diesen Moment warteten sie. Denn da musste man ja auf dem Plan sein. Da gab's ja viel zu tun. Für alle, die Bescheid wussten. Wenn Sie diese Senatsuntersuchung zu einer Wahlversammlung machen wollen, habe ich hier nichts mehr zu tun, Senator Caldwell. Keine Angst. Ich will sie nicht für meine Partei gewinnen. Das wird Ihnen auch schwer gelingen. Im Sommer 29 hat er sich eine kleine, aber ganz besonders mächtige Gruppe auf der Bess-Seite formiert. Sie nutzte die erste Chance, die sich bot. Und das war am 24. Oktober, am Schwarzen Freitag. Wie wollen Sie denn das beweisen? Als die ersten Verkäufer merkten, dass der Kaufhunger vorbei war, kam die erste Unruhe. Sofort, ganz automatisch. Jetzt wollten die anderen ebenfalls verkaufen mit dem gleichen Misserfolg. Nun wurde aus der Unruhe Nervosität und aus der Nervosität Panik. Das, Mr. Whitney, war die Stunde der Bessiers. Jetzt scharten sie sich um das gemästete goldene Kalb. Denn sie waren ja die Einzigen, die wussten, wie es geschlachtet und verspeist werden konnte. Das sind doch ganz und gar unhaltbare Behauptungen. Wollen Sie bestreiten, dass genau um diese Zeit gewaltige Verkäufe, Leerverkäufe, dem schwankenden Markt den Todesstoß versetzt haben? Natürlich bestreite ich das. Dafür gibt es keine Unterlagen. Wir haben sie uns besorgt, Mr. Whitney. Wir wissen, dass riesige Aktienpakete für Millionen Dollar geschlossen verkauft worden sind. Und wenige Tage später, nachdem die Kurse rapide fielen, ebenso komplett zurückgekauft wurden.
Was sind die typischen Merkmale für Leerverkäufe, Mr. Whitney? Ja, und dann wurde das Geschäft bei entsprechend niedrigeren Kursen wiederholt. Rücksichtslos. Und die Masse, 120 Millionen, wie Sie sie ja selbst beziffern, musste ihre Kredite auf längst entwertete Aktien abdecken. Jeden Abend schickten die Broker-Firmen Tausende von Telegrammen ins Land. Zahlungsbefehle für ein ganzes Volk. Oh, jetzt brauchte sich die Bestspekulation nicht mehr anzustrengen. Die Abwärtsbewegung war in Fluss. Bald mussten die Broker die bei ihnen deponierten Papiere auf den Markt werfen. Die verschuldete Nation konnte sie ja nicht mehr einlösen. Und ein wenig später folgten dann die Banken nach. Und der große Ausverkauf, der war komplett. Adieu Reichtum, adieu Eigenheim, Auto, Pelz, Traum von Ferien in Florida. 30 Milliarden ausgelöscht. Verschwunden. 30 Milliarden. In ein paar Tagen. So viel, wie uns der Weltkrieg gekostet hat. In diesen Tagen, Mr. Whitney, hat die Wall Street ihr sorgsam poliertes Ansehen verloren. Im Gegenteil. In jenen Tagen hat die Wall Street ein weiteres Ruhmesblatt ihrer Geschichte geschrieben. Sie hat versucht, die Panik aufzuhalten. Ich selbst habe am Schwarzen Freitag im Auftrag der Banken für über 240 Millionen Dollar Aktien gekauft. Und mit welchem Erfolg? Ich habe den Preissturz für eine volle Stunde aufgehalten. Und dann? Dann? Dann hat sich herausgestellt, dass man Narren nicht vor ihrer eigenen Narrheit schützen kann. Sie wollten Selbstmord begehen und ein Anti-Selbstmord-Serum hatte ich leider nicht zur Verfügung. Ihr Zynismus ist berühmt, Mr. Whitney. Ich glaube nur nicht, dass er der Sache nützlich ist, die Sie hier vertreten. Es ging damals doch darum, die Katastrophe abzuwenden. Hätten die Banken da nicht noch mehr Geld aufbringen können? Wozu denn? Eine Bank ist doch kein Wohltätigkeitsinstitut. Ich will Ihnen sagen, warum die Banken so schnell aufgegeben haben, Mr. Whitney. Weil sie der Versuchung nicht widerstehen konnten, an der Zerstückelung der Werte mitzuverdienen. Sie sind doch mit der Materie nicht vertraut. Über 1000 Banken haben ihre Tore schließen müssen. Die kleinen, die mittleren, die Provinzbanken, ja, aber nicht die großen Trusts. Die haben sich als uneinnehmbare Festungen erwiesen, dank der klugen und umsichtigen Manipulationen ihrer Kommandanten. Mr. Whitney, Sie wissen so gut wie ich, dass einer der Herren den Mr. Morgan zu sich geladen hatte und für die Sie Ihren bekannten Auftritt im Börsensaal spielten, ein wenig später durch eine abenteuerliche Leerspekulation mehrere Millionen verdient hat. Das ist ein Gerücht. Wir haben es nachgeprüft. Es stimmt, er allein für seine eigene Tasche mehrere Millionen Dollar. Glauben Sie, dass dieser Mann in der Tiefe seines geschäftstüchtigen Herzens an steigenden oder an fallenden Kursen interessiert war? Ich betrachte es als überflüssig, eine solche Frage zu beantworten. Bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Meinung. Bitte, Mr. Gardner. Mr. Whitney, als ich im Herbst 29 die Katastrophe abzeichnete, aber noch nicht zu erkennen war, wann und wo der Sturz enden würde, hätten Sie als amtierender Präsident da nicht einfach die Börse schließen können? Ich habe zeitweise die Zuschauergalerie schließen lassen. Davon spreche ich nicht. Das schien mir bei den damaligen Vorgängen sinnvoll. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber die eigentliche Börse, den Markt, wozu? Was wäre damit gewonnen? Hätten Sie die Vollmacht gehabt, die Börse zu schließen? Theoretisch, ja. Theoretisch. Und praktisch? Auch. Warum haben Sie es dann nicht getan? Die Kurse hätten nicht weiter absinken können. Jeder wäre es einmal gezwungen gewesen, seine Aktien zu behalten. Na und? Über kurz oder lang hätten wir ja doch wieder aufmachen müssen. Natürlich. Aber erst nachdem sich die Leute beruhigt hatten. Ja. Und in der Zwischenzeit hätten Sie Ihre Aktien zu Altpapier einstampfen können. Der Besitzer einer Aktie will sicher sein, dass er sie jederzeit wieder zu Geld machen kann. Nein, wenn wir die Börse geschlossen hätten, dann wäre alles nur noch viel schlimmer gekommen. Das war doch wohl schwer möglich. Mr. Whitney, ist Ihnen bekannt, dass die Berliner Börse geschlossen wurde, als im vorigen Jahr in eine ähnliche Krise geriet? Ja, ich habe davon gehört. Um wie viel ist der Durchschnittspreis der amerikanischen Aktien im Herbst 29 gefallen? Bitte nennen Sie uns irgendeinen mittleren Wert, der Ihrer Meinung nach zutrifft. Ungefähr 60%. 60%? Das ist interessant. Denn die Berliner Kurse lagen nach einer Pause von 8 Monaten bei Wiedereröffnung der Börse nur um 12% niedriger als zuvor. Dort in 8 Monaten 12% Verlust bei geschlossener Börse. Hier in 3 Wochen 60% bei offen gehaltener Börse. Was sagen Sie dazu, Mr. Whitney? Sie haben doch immer alle Unterlagen zur Hand, Mr. Gardner. Ich kann Ihre Frage erst beantworten, wenn ich weiß, wie sich die Berliner Börsenkurse prozentual zu den unsrigen verhielten. Diesmal fehlen mir leider die Unterlagen. Dann können wir darüber auch nicht diskutieren. Bedauere. Wir bedauern auch, Mr. Whitney. Und mit gewissem Neid, das muss ich zugeben, bewundere ich Ihre unerschütterliche Überzeugung, immer richtig gehandelt zu haben.
Ich danke für das Kompliment, Senator Caldwell. Noch eine Frage, Mr. Whitney. Die New Yorker Börse verwaltet sich selbst? Ja. Die Leiter der einzelnen Abteilungen, den Vizepräsidenten und Präsidenten, wählt sie aus ihrer Mitte? Sehr richtig, Senator O'Keefe. Und wie viele Mitglieder hat sie? 1375. Und was ist der Beruf der einzelnen Mitglieder? Also ich dachte, das hätte sich schon herumgesprochen. Broker natürlich. Alle? Ja, nur Broker können Mitglied der Börse werden. Ach, dann leben doch wohl auch alle davon, dass die Börse offen und nicht geschlossen ist. Danke. Das hat mich als Laien interessiert. Ich verwahre mich gegen die Unterstellung, dass wir die Börse aus egoistischen Motiven offen gehalten hätten, um am Zusammenbruch des Marktes zu profitieren. Wir haben genauso viel verloren wie jeder andere auch. Keinen Cent weniger. Dann sind wir uns bisher über nichts anderes einig, als dass ein Zusammenbruch stattgefunden hat. Das bestreitet wohl niemand hier. Und ich bin durchaus bereit, ernsthaft darüber zu diskutieren, wie eine Wiederholung der Vorfälle von 29 vermieden werden kann. Gut, lassen Sie uns gleich anfangen. Kennen Sie irgendein prominentes Börsenmitglied, das im Jahre 29 öffentlich auf die Gefahren hingewiesen hat, die der inflationistische Boom für die Wirtschaft des Landes mit sich brachte? Eine öffentliche Erklärung? Nicht, dass ich wüsste. Wurde intern in Börsenkreisen über die drohende Gefahr gesprochen? Ja, einige unter uns waren über die hohen Kurse besorgt. Aber Sie hielten die Besorgnis streng geheim. Aber es hatte doch keinen Sinn, die Leute kopfscheu zu machen. Hinterher sind wir alle klüger, Mr. Gardner. Man wäre doch schon etwas erreicht, Mr. Whitney. Können Sie uns irgendeinen Vorschlag machen, wie man die Öffentlichkeit vor dem Ankauf sinnlos überhöhter Wertpapiere schützen kann? Bedauere, nein. Wozu auch? Sehen Sie, wir haben in den Vereinigten Staaten Gesetze, die den Verkauf alkoholischer Getränke verbieten. Hat das die Leute vom Trinken abgehalten? Nein. Ebenso wenig können Sie sich daran hindern, Aktien zu kaufen, wenn Sie sich das in den Kopf gesetzt haben. Ob der Preis nun hoch ist oder niedrig, das haben die Vorfälle 28 und 29 ja wohl ganz deutlich gezeigt. Niemand hatte die Macht, etwas dagegen zu tun. Doch, die Broker hatten die Macht. Sie brauchten nur die Annahme von Kreditaufträgen zu verweigern und die ganze schöne Spekulation wäre gestoppt gewesen. Wenn Sie die Spekulation unterbinden wollen, dann sehe ich schwarz für unsere Wirtschaft. Das weiß ich, Mr. Whitney. Trotzdem werde ich erst wieder ruhig schlafen, wenn wir Vorschriften haben, die der Selbstherrlichkeit unserer Börsianer Grenzen setzen. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihren Schlaf, Senator Melotti. Danke, danke, aber warten wir es ab. Sie sind also gegen neue Börsengesetze, trotz der schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben und die wir immer wieder machen. Ganz und gar. Und Sie glauben auch nicht, dass offenkundige Missstände durch Bundes- oder Staatsgesetze verhindert werden können? Selbstverständlich nicht. Jeder Eingriff des Staates ruiniert das System der freien Wirtschaft. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, Ihre Art der freien Wirtschaft ruiniert den Staat. Bleiben wir bei der Praxis. Mr. Whitney, was können wir Ihrer Meinung nach tun, um aus der gegenwärtigen Depression herauszukommen? Als erstes müsste der Staatshaushalt ausbalanciert werden. Rücksichtslos. Die Ausgaben sind den Einnahmen anzupassen, so wie jeder anständige Mensch das mit seinem Portemonnaie macht. Dann wie wollen Sie das in einem Land mit toter Wirtschaft machen? Unser Steueraufkommen ist gleich null. Umso rigoroser müssten eben die Ausgaben gekürzt werden. Welche zum Beispiel? Na, zum Beispiel die Gehälter. Besonders die der hohen Beamten. Ach, der Senatoren? Na, die bestimmt auch. Was verdienen Sie als Präsident der Börse? Keinen Cent. Es ist eine Ehre, Präsident der New Yorker Börse zu sein. Sie wird nicht bezahlt. Und als Broker? Sehr wenig. In Zahlen bitte, wie viel? Im letzten Jahr? Meinetwegen, wir wissen, dass es besonders schlecht war. Oh, ungefähr 60.000 Dollar. So viel verdienen 6 Senatoren der Vereinigten Staaten zusammen. In Wahrheit beziehe ich überhaupt kein Gehalt. Mein Einkommen stammt einzig und allein aus dem Überschuss, den ich in der Firma erarbeite. Und wenn der Staat keine Überschüsse hat, dann kann er auch keine Senatorengehälter zahlen. Das wollten Sie doch wohl sagen. Dann muss sich der Staat genau überlegen, ob er für die Gehälter, die er bezahlt, auch die zu erwartenden Leistungen geliefert bekommt. Mr. Whitney. Eine persönliche Frage noch, Mr. Whitney. Können Sie nicht die geringste Schuld der Börse an der Katastrophe von 1929 entdecken? Bedauere, nein. Der Gedanke ist Ihnen noch nie gekommen. Bedauere, der Gedanke ist mir nie gekommen. Er kann mir gar nicht kommen, Senator Caldwell. Dann sind Sie der Einzige hier in diesem Raum. Und einer der ganz wenigen in diesem Land. Ich weiß es. Und ich bin stolz darauf. Wo so viele gesündigt hatten, war es unmöglich, einen Schuldigen zu finden.
So schlug Whitney, der Ritter von Wall Street, wie er von seinen Freunden genannt wurde, zwar den ersten Angriff ab, aber es war dennoch klar geworden, dass die Börsengesetze geändert werden mussten. Und sie wurden geändert. Jahr um Jahr kamen neue Bestimmungen, die den Missbrauch der Börse eindämmten, ohne dass dadurch ihre besondere Marktfunktion beeinträchtigt wurde. Für zügellose Spekulanten alten Stils brachen schlechte Zeiten an. Die New Yorker Börse hatte sich einen Fonds geschaffen, aus dem notleidende Hinterbliebene von Börsenmitgliedern unterstützt werden konnten. Der Fonds war in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die von Treuhändern verwaltet wurden. Dem Verwaltungsrat dieses hinterbliebenen Fonds gehörte auch Whitney an, aber er fehlte bei dieser Sitzung. Er hielt gerade vor der Handelskammer in Philadelphia einen Vortrag über das Thema Ehrlichkeit im Geschäftsleben. Nach den Beschlüssen dieses Verwaltungsrates hier wurden die An- und Verkäufe der Wertpapiere durch die Brokerfirma Richard Whitney und Co. besorgt. Sind wir uns darüber einig, vorerst in den Anlagen keinerlei Änderungen vorzunehmen? Wenn wir uns entschlossen haben, bei den Eisenbahnanleihen zu bleiben, ja. Wir sind, glaube ich, alle dafür? Ja, einverstanden. Gut, ja. Dann können Sie die Wertpapiere wieder in den Tresor legen, Walker. Ja, nur die Papiere befinden sich nicht in meiner Verwahrung. Was soll das heißen? Sie sind bei Mr. Whitney. Warum denn? Was ist denn das? Die Verwahrung der Papiere ist nicht Mr. Whitneys, sondern Ihre Sache. Kann ich mich denn nicht auf Sie verlassen? Das ist doch sicher nur eine Nachlässigkeit von Whitneys Büro. Dann hätte Walker Sie eben anfordern müssen. Ich habe Sie angefordert. Haben Sie Mr. Whitney persönlich gesprochen? Ja, mehrfach sogar. Und, was hat er Ihnen geantwortet? Er wüsste schon. Und er sei in Eile. Und er würde es veranlassen. Dabei blieb es. Dann warum haben Sie das nicht schon längst zur Sprache gebracht? Es war mir unangenehm, in Mr. Whitneys Gegenwart davon zu sprechen. Es brauchte Ihnen doch nicht unangenehm zu sein. Es besteht kein Zweifel, dass Sie unkorrekt gehandelt haben, Walker. Ich hatte Angst vor Mr. Whitney. Angst? Warum? Mr. Whitney wird leicht ärgerlich. Und? Und? Nun reden Sie schon. Mr. Hart. Ja, was denn? Ich verdiene 42 Dollar in der Woche. Ich bin 51. Und habe eine Frau und zwei Kinder. Es gibt massenhaft junge, billige Arbeitskräfte, die täglich alle Büros nach Stellungen abklappern. Wenn ich meinen Job hier verliere, kann ich nur Schuhe putzen. Falls es in New York überhaupt noch eine freie Straßenecke gibt. Sie sind doch mit Whitney befreundet, Stuart. Wollen Sie die Sache in Ordnung bringen? Selbstverständlich. Welche Papiere sind denn noch bei Whitney? Anleihen der Pennsylvania Eisenbahn für 225.000 Dollar. Ich selbst habe nach dem Schwarzen Freitag vor dem Senatsausschuss in Washington meinen Kopf hingehalten. Für Sie alle, meine Herren. Ich hatte selbstverständlich erwartet, dass mein Eintreten für die gemeinsame Sache durch entsprechend korrektes Handeln honoriert werden würde. Aber leider, und ich sage das sehr ungern, ist das nicht immer der Fall. Ehrlichkeit im Geschäftsleben, so tönt es zwar überall. Wenn man sich diese viel gepriesene Ehrlichkeit jedoch einmal näher anschaut, muss man entdecken, dass sich gegen früher manchmal nur sehr wenig geändert hat. Es gibt immer noch Leute, die einen Weg suchen und leider auch finden, die neuen Gesetze zu umgehen. Immer noch hört man von schwindelhaften Verkäufen echter Aktien und echten Verkäufen schwindelhafter Aktien. Als neulich in New York aus einem Postwagen 120.000 Dollar gestohlen wurden, regte sich das ganze Land auf. Aber wie würde es sich erst aufregen, wenn es entdecken würde, dass bei einigen sogenannten anständigen Geschäften Millionen erschwindelt wurden? Great Northern für 300.000 Dollar? Und kalifornische Gas- und Elektrizitätswerke für 175.000 Dollar. Und außerdem 221.508 Dollar und 12 Cent in bar. Überschüsse aus Verkäufen. Machen Sie eine Liste und schicken Sie sie mir rüber. Und meine Herren, ich versuche, Mr. Whitney in seinem Büro zu erreichen, so wie er aus Philadelphia zurück ist. Hallo. Mrs. Stewart, danke, Pierre. Hallo, Bill, wie geht's denn? Ja, ich bin diesen Augenblick ins Büro gekommen. Was gibt's? Die Wertpapiere des hinterbliebenen Fonds. Na, bei mir? Oh, tatsächlich? Na, sowas, der Walker hätte mich doch erinnern sollen. Das hat er getan?
Naja, weißt du, ich habe jetzt so viel um die Ohren. Heute Nachmittag. Nee, du, das geht nicht. Der Marvin ist krank. Und ich kann auch niemanden anderen zur Bank in den Tresor schicken. Die anderen kennen sich doch nicht aus. Na, die Hinterbliebenen werden aber noch einen Tag warten können. Hä? Morgen, Bill. Morgen Vormittag. Jawohl. Es scheint mir nur natürlich, dass man sich zuerst an seinen Bruder wendet. Naja, besonders wenn er Teilhaber des Bankhauses Morgan ist, nicht wahr? Ich werde auch ohne dich fertig, wenn es sein muss. Du bist also in Schwierigkeiten. Wie viel brauchst du? 1 Million. Bist du wahnsinnig? 1 Million? Und so einfach von heute auf morgen? Mhm. Genau. Von heute auf morgen. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Gut, dafür habe ich Verständnis. Ich wollte nur nicht, dass du nachher sagst, warum bist du nicht zu mir gekommen. Sag mal, du trinkst überhaupt nichts? Und was passiert, wenn ich dir nicht helfe? Dann muss ich mir jemand anderen suchen. Und wenn du niemanden findest? Dann wird man mich verhaften. Gleich verhaften? Weshalb denn? Ich habe bei der National State Bank Geld aufgenommen, für das ich als Sicherheit Anleihen im Werte von $900,000 hinterlegt habe. Nur leider gehören sie nicht mir, sondern dem hinterbliebenen Fonds der Börse. Das ist doch einfach nicht wahr. Heute Nachmittag hat Stuart angerufen. Bei einer Sitzung ist herausgekommen, dass die Papiere immer noch bei mir lagern sollen. Hart hat das ziemlich ernst genommen. Und ich habe versprechen müssen, die Papiere bis morgen nachzuliefern. Ich nehme das auch ernst. Verdammt ernst sogar. Ich kann einfach keine Entschuldigung für dich finden. Ich auch nicht. Das war ganz einfach eine Notwendigkeit. Eine solche Notwendigkeit gibt es nicht. Oh doch, die gibt es. Sie hat sogar einen Namen. Sie heißt Distilled Brandy Corporation. Weißt du, dass ich die absolute Majorität der Gesellschaft besitze? Du hast dich da in ein hirnverbranntes Abenteuer eingelassen. Ich habe dich immer gewarnt. Was haben dich die Aktien gekostet? Oh, im Schnitt 12, als ich sie damals im Frühjahr 35 gekauft habe. Und wie stehen sie jetzt? 10. Standen die nicht schon mal auf 45? Ja, da werden sie auch bald wieder stehen. Verlass dich drauf. Ich besitze 93% des Aktienkapitals. Ich kann den Kurs bestimmen. Nur solange du nicht verkaufst. Und wenn du verkaufst, wehe, wenn du verkaufen musst. Da wirst du dein blaues Wunder erleben. Dann ist diese Aktie bald keinen Dollar mehr wert. Wie gut, dass du das einsiehst, George. Deshalb habe ich ja die Bankanleihe aufnehmen müssen, die mir jetzt so viel Kopfzerbrechen macht, weil bei der heutigen Marktlage einfach nicht zu verkaufen ist. Trotzdem sind meine Brandy-Anteile beim heutigen Kurs 2 Millionen Dollar wert. Ja, auf dem Papier. In Wahrheit sind sie nicht mehr wert als die Distilled Brandy Corporation selber. Und ob die was wert ist, das scheint mir mehr als zweifelhaft. Ja, du hast gut spotten. Du sitzt an der Quelle. Euch bei Morgan werden ja die guten Geschäfte Franco ins Haus geliefert. Ob Depression oder nicht, bei mir ist das nicht so leicht. Endlich habe ich mal meine Hand auf einem guten Geschäft und ich weigere mich, es schießen zu lassen. Der Still Brandy ist kein gutes Geschäft. Na, wart's mal ab. Kleines Gerücht, geschickt lanciert. Bevorstehende Fusion mit einer altehrwürdigen französischen Firma, neuer Brandy mit uraltem Rezept bei besonderem Herstellungsverfahren. 15 Jahre lagern, 3-mal kippen. Hm. Mir wird schon was einfallen. Und dann klettern die Preise. Dann kann ich aussteigen und groß kassieren. Neuerdings steht auf der Verbreitung falscher Gerüchte an der Börse 2 bis 5 Jahre Gefängnis. Auf dem Papier, mein Lieber, genau wie der Kurswert der Aktien. Tu doch nicht so naiv. Die Zeiten haben sich geändert. Wann wirst du das endlich begreifen? Die Börse hat neue Gesetze. Die waren überflüssig wie ein Kropf. Und ich bin sehr froh darüber. Hm. Wirklich rührend. Du hast den Senatoren damals ausdrücklich erklärt, dass die Börse keine Einmischung der Regierung braucht, dass ihre eigenen Vorschriften völlig ausreichen, jede wilde Spekulation zu verhindern. Naja, natürlich. Und leider hatte ich recht. Aber die haben ja nicht auf mich gehört. Du verkündest öffentlich Grundsätze, die du persönlich nicht befolgst. Der ehemalige Präsident der Börse, der bekannte Morgan Broker, erklärt rundweg, er will falsche Gerüchte. Hab doch keine Angst, George. Also das gibt es George, nicht. Ich tue es nicht. War nur ein Rückfall. Wirklich. Rückfall meiner etwas zu lebhaften Fantasie. Weiter nichts, wirklich. Wahrscheinlich hast du sogar recht, und diese Distilled Brandy taugt gar nichts.
Aber ich kann sie doch jetzt nicht verkaufen. Deswegen dieser blöden Anleihe. Es handelt sich also um Obligationen im Wert von 9 mal 100.000 Dollar, die ausgelöst werden müssen. Ja, ja und noch 200.000 Dollar in bar. Überschüsse aus Transaktionen des hinterbliebenen Fonds. Und wo ist das Geld geblieben? Weg. Spekuliert. Whitney und Co. besitzt im Moment 70.000 Dollar und die müssen unbedingt stehen bleiben. Im Übrigen ist die Firma erstklassig im Schuss. Nur eine vorübergehende Verknappung des flüssigen Kapitals, weil ich eben so groß in diese Brandy-Aktien eingestiegen bin. Ja, wirklich durch. Ich kann dir die Bilanzen zeigen. Das freut mich, wenn deine Bilanzen in Ordnung sind. Es steht nämlich eine Überprüfung sämtlicher Brokerfirmen bevor. Wusstest du das? Es würde mich nicht wundern, wenn die demnächst auch noch unsere Oberhemden nachzählen. Also. George. Du kannst auf mich rechnen. Nur wenn es helfen sollte, müsste es gleich morgen früh sein. Ja, es muss sogar morgen früh sein. Morgen Abend reise ich für ein paar Wochen nach Florida. Du hast's gut. Ich verfüge nicht über so viel Bargeld, aber ich werde es besorgen. Kannst du mir die genaue Summe nennen, die du brauchst? Ja, 1.182.000 Dollar. Eins möchte ich noch wissen. Ist das nun wirklich alles? Oder besteht die Gefahr, dass du... Drück dich nicht so umständlich aus. Du willst wissen, ob ich noch mehr Wertpapiere verpfändet habe, die mir nicht gehören? Ja. Die Antwort lautet nein. Kann ich mich darauf verlassen, Richard? Sei nicht so feierlich, George. Du kannst dich darauf verlassen. Eine Frage, Ferris. Ja. Wann fangen unsere Leute bei den Brokerfirmen an? Morgen früh. Aha. Und in welcher Reihenfolge gehen sie vor? Alphabetisch. Wie lange wird das dauern? 3 bis 4 Monate, schätze ich. Ach, tun Sie mir einen Gefallen, Ferris. Fangen Sie nicht mit A, sondern mit Z an. Wir haben gar keinen Broker mit Z. Und mit X und Y auch nicht. Dann müssen Sie eben mit W anfangen. Hallo, Richard. Spielst du heute gar nicht? Ich hab dich schon vermisst. Nein, ich habe dir hier aufgelauert. Mir? Warum? George ist verreist, du bist sein Freund, deshalb wende ich mich an dich. An wen? An den Freund von George oder an den Morgenpartner? An beide, es brennt. Wo denn? Eine unangenehme Sache. Alle Brokerfirmen, ausnahmslos, werden einer peinlich genauen Buchprüfung unterzogen. Ja, die sind verdammt neugierig geworden. Die Herren Schnüffler fangen morgen früh um 8 bei mir an. Und jetzt willst du von mir wissen, ob du sie am Eingang zu deinem Büro niederschießen darfst. Für mich ist das gar nicht so komisch. Ich habe mir meine Bücher angesehen. Die weisen leider einige Schönheitsfehler auf. Zum Beispiel? Sag mal, müssen wir das hier besprechen? Joe, putz meine Schuhe. Okay, Mr. Dennison. Also? Wenn die Prüfer nicht wesentlich dümmer sind als wir, müssen ihnen verschiedene Dinge auffallen. Erstens, dass ich eine Anzahl Wertpapiere, die bei meiner Firma lagern, für Kunden lagern, wohlgemerkt, auf ein anderes Konto transferiert habe. Auf das Richard Whitney Privatkonto. Das ist ja keine ausgesprochene Sünde. Oh, an sich noch nicht. Aber? Die Kontoauszüge der Kunden sollten das ausweisen. Aber sie tun es leider nicht. Das ist dumm. Aber das wird niemand allzu ernst nehmen. Dein Bruder George ist schließlich eine Garantie. Mein Bruder George ist leider nur eine Garantie dafür, dass sie mich nur noch genauer unter die Lupe nehmen. Soweit sind wir nämlich schon. Und zweitens? Na, wenn jemand erstens sagt, gibt's auch ein zweitens. Ja. Ich muss duschen. Kommst du mit? Ja. Bitte halt das mal. Ja. Weißt du, die Herren werden natürlich darauf bestehen, auch und dass... das? Sag mal, willst du nun duschen oder mir zuhören? Ich kann duschen und zuhören. Sprich schon weiter. Ja, ja, also die Herren werden natürlich darauf bestehen, auch das bewusste Privatkonto zu überprüfen. Was? Das bewusste Privatkonto zu überprüfen. Und dabei werden sie entdecken, dass verschiedene Wertpapiere
die mir in Verwahrung gegeben wurden, fehlen. Wo sind die? Verpfändet. Von mir verpfändet, verstehst du? Für mehrere persönliche Anleihen. Das ist ernst. Das ist sogar sehr ernst. Ja. Und kriminell. Juristisch fällt es unter Veruntreuung, Unterschlagung und vielleicht sogar unter Diebstahl. Mein Bademantel. Du musst den Verstand verloren haben. Und deshalb musst du mir helfen. Kriminelle Verfehlungen eines Morgenbrokers würden doch ein sehr schlechtes Licht auf die ehrwürdige Firma werfen. Das Bankhaus Morgen hat Schlimmeres überstanden. Damit kannst du niemanden schrecken. Aber denk mal an den Skandal. Ich denke an deinen Bruder George. Wenn es irgendjemanden gibt, auf den ich Rücksicht nehmen würde, ist es George. Das akzeptiert. Aus welchem Grunde du mir hilfst, ist mir ja völlig gleichgültig. Wie viel brauchst du, um die Wertpapiere auszulesen? 280.000 Dollar. Ich werde sie dir bis morgen Vormittag besorgen. George ist mir das wert. Danke, aber leider genügt das noch nicht. Nicht einmal eine Million könnte mich retten, wenn mir der gestrenge Mr. Hart schon morgen seine Schnüffelkommission ins Haus schickt. Ich muss nämlich noch ein paar kleine Versehen meiner Buchhaltung korrigieren. Verstehst du? Wo kann ich Hart erreichen? Er weiß, wie dankbar du ihm bist, dass du ihn heute noch sprechen kannst. Wenn du dich beeilst, triffst du ihn um 4 Uhr. In der Bar der Börse. Ja, er wartet dort auf dich. Du hast ja alles erstklassig arrangiert. Ich wusste, dass du meinen Bruder nicht im Stich lassen wirst. Ja, aber ist es denn nicht ganz gleich, ob diese alberne Buchprüfung morgen oder übermorgen stattfindet? Whitney hat morgen wichtigen Geschäftsbesuch von außerhalb. Da würde es ihm viel besser passen. Warum liegt Ihnen eigentlich so viel an der ganzen Sache? Ich will lediglich Richard einen Gefallen tun. Und ich würde Ihnen gerne einen Gefallen tun, Mr. Dennison, aber diesmal geht es leider nicht. Ferris fängt morgen früh um 8 Uhr bei Whitney & Company an und ich kann ihn vorher nicht erreichen. Es wäre in unser aller Interesse, wenn Sie doch einen Weg fänden. Verstehen Sie? Wie gesagt, es ist nicht möglich. Sie mögen Whitney nicht, was? Persönlich habe ich nichts gegen ihn. Aber? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ja. Gegen den Broker, gegen den Geschäftsmann Whitney habe ich sehr viel einzuwenden. Gegen ihn und die ganze sogenannte alte Garde. Was verstehen Sie unter alter Garde? Die Clique, die Börse in Misskredit gebracht hat. Diese Leute setzen sich heute noch über die Regeln weg, die für alle anderen gültig sind und schaden damit unserem Ruf ganz gewaltig. Das missfällt mir außerordentlich, Mr. Dennison. Nehmen Sie an, ich wäre Ihrer Meinung. Gerade deshalb hielt ich es dann für sehr wichtig, dass diese Buchprüfung verschoben wird. Ich will offen mit Ihnen sein. Selbst wenn es möglich wäre, würde ich es doch nicht tun. Warum nicht? Weil Whitney zu viel daran liegt, weil es falsch wäre, Leuten wie ihm zu helfen. So ist unserer Sache mehr gedient, glauben Sie mir. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Über die Höhe von Mr. Whitneys Verschuldung konnte ich mir noch kein genaues Bild machen. Er hat die meisten Anleihen persönlich aufgenommen, daher erscheinen sie auch nicht in den Büchern der Firma. Es besteht aber kein Zweifel, dass Whitney & Co. bankrott ist. Ferner ist erwiesen, dass Mr. Whitney Wertpapiere, die Kunden gehören, ohne deren Wissen auf sein Privatkonto transferiert hat. Dies halte ich für ein gezieltes Verschleierungsmanöver. Bitte erklären Sie uns, wie Sie zu dieser Annahme kommen. Die folgenden Wertpapiere, die auf Whitneys Privatkonto geführt wurden, sind unauffindbar. Erstens, Obligationen zum Kurswert von 109.383 Dollar, die dem New Yorker Yacht Club gehören. Zweitens, Pfandbriefe und Aktien zum Kurswert von 105.000 Dollar, die dem Nachlass eines Franklin Simmons gehören. Alle diese Papiere sind früher bereits mehrere Male verpfändet worden, aber sind dann wieder ausgelöst worden. Darüber hinaus konnte ich feststellen, dass Mr. Whitney die Obligationen, die unserem hinterbliebenen Fonds gehören, als Sicherheit für eine persönliche Anleihe bei der National Estate Bank deponiert hatte. Genau an dem Tag, als Mr. Whitney uns die Wertpapiere schließlich übergab, wurde die Anleihe zurückbezahlt, obwohl sie noch nicht fällig war. Unter diesen Umständen ist meine Vermutung wohl kaum aus der Luft gegriffen. Stuart, Sie stehen Whitney am nächsten.
Reden Sie mit ihm und verlangen Sie eine Erklärung. Sollte die Besprechung ergeben, was wir alle hier annehmen und woran ich nach Lage der Dinge leider nicht mehr zweifle, muss ich es morgen im Saal verkünden. Im Namen des Börsenvorstands habe ich folgende Mitteilung zu machen. Die Firma Richard Whitney & Co. ist zahlungsunfähig. Nach unseren Bestimmungen sehe ich mich daher gezwungen, Mr. Whitney ab sofort von der Liste der Mitglieder dieses Hauses zu streichen. Das habe ich längst kommen sehen. Wieso? Seit wann war Whitney denn in Schwierigkeiten? Schwierigkeit ist gut. Das ist eine Million Pleite. Wir werden doch unser blaues Wunder erleben. Glauben Sie, es gibt einen Prozess? Ich finde es unangebracht, den Ereignissen vorzugreifen. Wer tut denn das? Ihr Freund Whitney ist vor einer Stunde verhaftet worden. Sie wollen also behaupten, dass außer Ihnen niemand von Ihren Verfehlungen gewusst hat? Ich möchte hier vor der Staatsanwaltschaft von Anfang an erklären, dass ich allein für die Schwierigkeiten verantwortlich bin, in denen sich meine Firma befindet. Sie brauchen also nicht nach weiteren Schuldigen zu suchen. Besten Dank. Aber das werden Sie uns überlassen müssen, ja? Eine erste Prüfung Ihrer Bücher hat ergeben, dass Sie bereits im Jahre 26 für eine private Anleihe Wertpapiere verpfändet haben, die Ihnen nicht gehörten, ja? Ja, das war aber eine Ausnahme, eine plötzliche Geldverlegenheit. Ein Zufall, sozusagen. In den schlechten Zeiten, die nach dem Schwarzen Freitag folgten, gab es immer öfter solche Zufälle. Das gebe ich zu. Und seit 1936 haben Sie sich so gehäuft, dass man... Dass Sie mir zur Gewohnheit wurden. Sehr richtig. Sie scheinen das als eine Art Gentleman-Vergehen zu betrachten, Mr. Whitney. Nein, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich gegen die Bestimmung des Strafgesetzes verstoßen habe. Heißt das, dass Sie sich im Sinn der gegen Sie erhobenen Vorwürfe für schuldig bekennen? Herr Staatsanwalt, mein Klient behält sich die Beantwortung dieser Frage vor. Nein, die behalte ich mir nicht vor. Ich bekenne mich schuldig und bin bereit, bei den Ermittlungen behilflich zu sein, soweit das in meiner Macht steht. Danke, das erleichtert meine Aufgabe. Und das erschwert meine. Der Buchprüfer der Börse, Mr. Ferris. Danke. Behauptet, dass Ihre Firma schon seit 1935, also bereits seit 3 Jahren, bankrott ist und nur durch ständige Anleihen am Leben gehalten wurde. Ich bin ganz und gar nicht der Ansicht von Mr. Ferris. Solange ich mir Geld borgen konnte, und das konnte ich bis gestern, solange war ich nicht bankrott. Weil meine Kreditwürdigkeit bis dahin nie in Frage gestellt worden ist. Mein Konkurs ist von einer ganz bestimmten neuen Clique in der Börse erzwungen worden. Es war eine Verschwörung gegen mich. Sie sind in schweren Zeiten von der New Yorker Börse, dem größten Finanzmarkt der Welt, zu Ihrem Sprecher gemacht worden. Durch Ihre späteren Verfehlungen haben Sie dieses Institut, das Sie doch lieben und bewundern, aufs Schwerste kompromittiert. Um Ihre Zahlungsunfähigkeit zu verschleiern, haben Sie betrogen und gestohlen. Mit eigener Hand haben Sie Ihre Bücher und Bilanzen gefälscht und so einen Schaden von vielen Millionen Dollar verursacht. Nein, Mr. Whitney, Sie sind nicht das Opfer einer Verschwörung. Sie sind das Opfer Ihrer eigenen Verbrechen. Führen Sie Mr. Whitney hinunter zum Erkennungsdienst. Ganz ruhig jetzt. Nicht bewegen. Das war's. Vielen Dank. Das Ding brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Mr. Whitney, wenn Sie jetzt bitte hier rüberkommen wollten. Hierher, bitte. Fingerabdrücke mit Handschuhen geht schlecht, Sir. Oh, pardon. Was wollen Sie denn hier? Ich bin Mr. Whitneys Chauffeur. Na und? Der Wagen ist da. Schon gut, Evans. Sie werden wohl ziemlich lange auf mich warten müssen.
Der Chauffeur musste tatsächlich lange warten, denn Richard Whitney wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. 3 Tage, nachdem er seine Strafe in Sing Sing angetreten hatte, kamen seine Villa, sein Landhaus, sein Rolls-Royce und das Inventar seines Büros zur Versteigerung. Zuletzt kam auch das berühmte Foto unter den Hammer, das ihn zeigt, wie er damals, 1929, am Schwarzen Freitag, den Versuch machte, die New Yorker Börse zu retten.